Alright, ihr Lieben, rein geht's in Monza mit unserem wunderschönen Williams, der zuletzt gut gepunktet hat. Und ich guck mal ganz kurz, was für eine KI-Stufe hatte ich jetzt eigentlich die letzten Male in Monza. 95 hatte ich in der ersten Season. Dann nehmen wir weiterhin mal 88 als KI-Stufe und gucken mal, wie es läuft. Nuspi, vielen Dank für den Tier 2 in den 33. Hi Dave. Moini. Ehre. Monza ist eine Strecke, auf die ich mich im Regelfall freue. Warum regnet es? Ich will nicht, dass es regnet. Kenti, Alter, vielen Dank für 5 Gift-Subs. Ach du Schreck, ey. Vielen, vielen Dank. Warum kann es nicht trocken sein? Gott, warum hast du mich so? Ah, erst dieses Gesicht und jetzt das. Ah. Ich lasse die KI mal auf 88 stehen. Ich werde mit den Noobs schon fertig hier. Das ist natürlich die Frage, was mache ich mit dem Wing? Ach Mann, ey. Wird es YouTube-Videos zum GTA-RP später geben? Ich muss ernsthaft einfach mal gucken, wie das läuft. Ich muss ja 2 Stunden lang so sprechen dann. Mindestens. Also, wenn ich es gut hinbekomme, dann mal gucken. Bin halt eh, wie gesagt, sehr, sehr aufgeregt für später, wenn ich zum ersten Mal dann mal RP mache. Weil, wie gesagt, das ist auch für mich eine komplett neue Erfahrung. Für die Leute auf YouTube, ich hoffe, der Channel ist in der Beschreibung verlinkt. Ausrufezeichen zockt für die Leute im Chat dann. Da ist mein Kanal, auf dem quasi kein Racing-Content kommt, sondern quasi alles Mögliche. Was nicht Dings ist, was nicht Sim Racing ist. Ah, klar. Mann, 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 Mann. Na, ja, mal gucken. Aber erstmal F1, erstmal Monza. Kannst du auch wie SpongeBob sprechen? Nein. Ist da die große Krabbe? Nein, hier ist Patrick. Neuer Synchronsprecher von Patrick? Ja, das könnte ich sein. Ich freue mich halt wirklich darauf. Also es ist. Aber ich bin da. Ich habe auch mega Respekt davor. Mal gucken. Ich bin ja super kreativer Mensch in gewissen Situationen, aber ich glaube, in manchen Situationen bin ich halt echt eingeschüchtert. Nur um das mal abzuchecken, gerade im Chat, wer war denn gestern Abend noch so gegen 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr online hier im Stream? Ich glaube, ich mache nochmal ein Upgrade hier für hier. Alter. Partystream. Ja, nach dem Partystream haben wir. Okay, ganz kurz. Wer hat etwas über eine weitere Podcast-Idee gehört? Ohne da irgendwas zu verraten. Okay, Alex war am Start. Das ist gut. Holger nicht. Okay, das wäre sehr lustig gewesen. Ich glaube, Holger würde diese Idee auch feiern. Ja, okay, Striker. Monza. Moin Holger, by the way. Monza. So, kleiner Tipp. Tsunami heißt große Welle. Der Spieleentwickler, oder
Ja gut, größtenteils machen sie keine Spiele mehr, aber der Spieleentwickler Konami heißt Kleine Welle. Sieht man auch im Prinzip auf dem, hier, auf dem Logo. Eine kleine Welle. Mit deinem Setup kann man im Monster auch safe 0-0 Flügel fahren. Ja, ich weiß nicht, Regen... fahr ich mal einen Ticken mehr. Nichts passiert. 0-0 Flüge ist besser. Ey, wenn du das denkst, ist schön, aber ich werde halt weiter mit 5-5 fahren. Nerfmaster M. Paul hat davon mitbekommen. Okay, ein paar Leute haben davon mitbekommen. Bobby. Stimmt, in dieser Karriere ist Lando Norris ja total OP. Austria Stream TV, vielen, vielen Dank für die Gift Sub. Ehre, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Nein! Ascari zwei Plätze verloren. Nice! P17! Nice! Gibt's F1-Rennen, auf das ich mich jedes Jahr besonders freue? Suzuka oder so? Ich glaube tatsächlich nicht mal so unbedingt. Ich glaube tatsächlich, dass es sowas nicht gibt und Alex ist auf 13! What? Okay, ich hätte fast noch Nicholas Latifi bekommen. Ehre an einen anonymen Subgifter. Für den Gift-Sub. Merci. Gucken wir mal auf die Rangliste. 30 Pünktchen haben wir aktuell. Mr. Alex Nairon hat einen Punkt. Und damit kommen wir auf P7. Alpha Tauri auch nicht unendlich weit weg. Aktuell auf P12 und P14 in dieser Qualifikation. Die kriegen wir. Die kriegen wir noch. Mal gucken. Alfa Romeo auf 19 und 20. Echt? Krass. Ja, das ist, das bestätigt das, was ich, glaube ich, auch in der Alfa Romeo Karriere gesagt hatte. Am Anfang. Auf dem Papier ist Alfa Romeo ein sehr schnelles Auto. Aber eigentlich sind sie es halt auch nicht. Weil ihr seht, was Alex aus dem Auto rausholt und... Wer fährt denn im Alfa Romeo jetzt gerade hier? Ja, Valtteri Bottas und Joe Guanyu, also unverändert. Also mindestens Valtteri Bottas sollte ja eigentlich mehr rausholen aus dem Auto, ne? So, ich kann schon mal das erste Upgrade vielleicht sichern. Ja, nee, warten wir mal ab. So. Let's go. Regen. Ach, ich muss mich nur kurz mental darauf vorbereiten. Let's go. Shoshan-Schuh, genau. Wie manche Leute gerne sagen, ja. Die wildeste Aussprachen gibt's da. Gucken wir mal, was abgeht. Morgen übrigens, erstes Liga-Rennen für die Leute auf Twitch hier gerade. Es sind sogar Wet-Reifen, oh nein. Nein. Ey, ich bin sowas von nicht bereit auf dieses Rennen, Alter. Domi Horizon, vielen Dank für den dritten mit Prime. Ehre. Okay, let's go.
Genau, Magnus, zieh einfach im letzten Moment nochmal nach außen. Alter! Was passiert hier? Wer hat mich da von hinten angeschoben? Keine Ahnung, was hier passiert ist. Was machst du denn, Alter? Bottas! Ist nicht Ungarn, kein Bowling spielen hier. Genau, da wurde ich ein bisschen klaustrophob in Kurve 1. Dass da manche auch in die Box gehen, aber da wird einfach nur ein bisschen gefightet. Okay, Vettel unter Gelb natürlich einfach weiter attackieren gegen Gasly jetzt. Sehr klug. Bro, als die gelben Flaggen rauskamen, war ich vor Vettel. Okay, Ferrari auf 17 und 14 beim Heimspiel. Das ist... ja. Ich fass das einfach nicht. Es lenkt alles wieder ab, was das Spiel hier macht, ey. Ich weiß, es grüne Flagge ist seit einer halben Stunde ungefähr schon. Charles Leclerc bowlt Latifi. Charles Leclerc fightet gegen Latifi. Das Duell der Giganten. Er ist jetzt 4,5 Sekunden weg. Elfter. 33,5 ist er gefahren, okay. Zeiten werden dramatisch schneller. Er ist eine 33,2 gefahren. Das ist gut. Für mich.
Jetzt war er 2/10 schneller. Er ist 32,4 gefahren, schade. Dave macht erstmal den Latifi, das heißt erster Sektor Purple, zweiter Grün, dritter Sektor klarer Fehler, nicht meine persönliche. Bis jetzt funktioniert der Plan. Der GoTV-Masterplan. Reifenstatus. Okay. Thank you.
Reifenstatus. Pierre Gasly! Komm, Bumpdraft mich! Ja, ich muss hier gerade alles an Power reinstecken, um hier gut hinterher zu kommen. Ich bin gerade so krass im Fokus. Ich habe jetzt kaum was kommentiert. Box, 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 Box. Möchte rein. Ich glaube, es ist noch nicht ganz passend. Das Auto fährt sich eigentlich noch ganz gut, aber irgendwie weiß ich nicht. Vielleicht muss ich aber auch die Wetsets länger ziehen, allein damit ich die Inters im Zweifelsfall länger ziehen kann.
ganz ehrlich, komm. Muss irgendwas riskieren, wenn ich nochmal in die Punkte kommen will. Let's go. Hey, Silence Tuna. I hope you had great fun yesterday evening. Auto auf jeden Fall gut fahrbar. Oh. Sorry for that. Oh. We're glad to hear you had a great time. Mein ERS ist kaputt. Hä? Ist dein Ernst? Wow. Danke. Jetzt geht's wieder. Kurz mal die Reifen kühlen, Kapi. Okay, die ersten Autos sind an der Box. Abstandsdesigns noch größtenteils unverändert. Zu Vettel habe ich gute 18. aufgeholt. Tommy, vielen Dank für den 15. und oh Gott, nein. Nein, no. Ja. Ja, für die Sicherheit. Na, da war Vettel leider bei der Safety Car Linie noch vorne. Zieh vorbei. Hey James, vielen Dank für den Prime Sub. Ehre.
Tommy, vielen Dank für den Elft mit Prime. Ehre. Ja, ich habe jetzt im Prinzip zwei Positionen gegen die Alfa Romeo aufgegeben durch diesen Boxenstopp. Dafür haben wir 10% weniger Abrieb. Also Sammy Deluxe, ich hätte nie und nimmer irgendwas gut gemacht, selbst wenn ich draußen geblieben wäre. Ich habe ja, gut, gegen Vettel habe ich mir selbst vermasselt, aber ich habe halt einfach nur Zeit verloren und Position. Wenn du unter Safety Car Bedingungen stoppen kannst, bringt dir das Zeit. Grundregel der Formel 1. So habe ich jetzt halt die zwei Plätze gegen die Alfa Romeo aufgegeben. Damit wir halt wenigstens keinen großen Nachteil haben gegen die anderen alle. Welche Converter nutze ich für GT3, GT2? Für GT2 den Duck Station Emulator. Für GT3 PCSX2 Emulator. Anders kriegst du diese krasse Qualität nicht hin. Das wird mit dem Einholen nicht knapp. Alles gut. Das ist sehr, sehr safe. Und Chris, Ehre für die 173. Guten Abend, Moini. Schönen Abend, Moini. Oh! Darf ich hier nicht voll pushen?
Merci. Schönes Moving and a Breaking von Gasly. Naja, ganz kurz die Erklärung, warum gehe ich jede Runde in die Box? Ganz einfach, damit ich frische Reifen habe. Ja, es könnte safe trocken werden, also damit rechne ich eigentlich auch. Spannendes Rennen auf jeden Fall, das auf jeden Fall, ja. Ich hasse diese KI wirklich. Ich weiß wirklich nicht, was schlimmer ist. Die Fahrphysik vom 21er oder die KI vom 22er, wirklich. Treibt einen nur zur Weißglut. Das Ding ist, was ihr nicht gesehen habt und ich auch nicht, aber ich habe in die Zukunft gesehen und habe es im Prinzip auch gehört, was da passiert ist. Magnus und Gasly sind mit Sicherheit in Runde 19 jetzt aneinander geraten da innen. Damit ich keine Position gegen Gasly verliere, musste ich natürlich so spät bremsen. Sainz greift jetzt den Haas an, Kimi. Hey, Minihund! Komm mal her! Komm! Gute KI, gute Kampflinie. Ringelsocke, vielen Dank für den dritten mit Prime. Ehre. Vielen, vielen Dank.
2 Sekunden nach vorne. Alex aktuell in den Punkten noch. Ich glaube, der hat aber Sainz im Nacken. Was sagt Jeff bezüglich Wetter? Ja, nee, es wird nicht mehr trocken, glaube ich. Also sollte es die Aussicht auf Slicks geben, so 3 Runden vor Schluss oder so, würde ich es vielleicht sogar nochmal versuchen, wenn ich in dieser Position so bleibe. Weil dann ist es, glaube ich, die einzige Chance noch auf Punkte. Aber Sainz kommt noch nicht an Albon vorbei. Das ist perfekt. Moin, Alex. Sainz verliert Zeit zu Albon. Guckt euch mal die Lücke zwischen Latifi und Sainz und zwischen Sainz und Albon im Vergleich mal an. Selbst wenn es für mich nicht für Punkte reicht, muss alles dran setzen, um Sainz in einen starken Zweikampf zu verwickeln, damit Alex den einen Punkt sichern kann. Wir kämen halt noch einen Punkt ran an Alpha Tauri. Das ist Gold wert. Aber von mir aus auch gegen Latifi fighten. Wenn jetzt Sainz ein Problem hat und Latifi derjenige ist, der Alex einen Punkt wegnehmen könnte, muss ich halt Latifi aufhalten. Der Haas da vorne scheint aber auch Probleme zu haben. Ist jetzt Schumacher im anderen Haas? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht in dieser Karriere. Okay, Sainz hat definitiv Probleme, aber sowas von. Alex auf P10. Keep pushing, Dave. Lando Norris bei einer 26-0. Da komme ich nicht hin. Hier, falls Striker gerade im Chat ist, was passiert eigentlich, wenn ich in der F1 Online-Liga im Trockenen zwar nicht irgendwie positiv heraussteche, was die Pace angeht, aber im Regen alles dominiere? Mal schauen, okay. Gut, dass es in Bahrain nicht regnen kann. In bevor Regen rennen in Bahrain. Oh, mein Ranter. Let's go.
1,25,8 von Norris, Alter. Gut, ich bin nur eine Sekunde hinterher, ne? Nicholas Latifi mit Problemen beim Exit. Moin Markus! Boah, ja, Wuschel, vielen Dank für den 22. Ehre. What? Wilde Steward-Decision. Und Kaya Ehre für den Raid, Schatzi. Moin an dich und an alle, die mit rüberkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Puh, mein Auftrag ist es gerade, Alex, hier den Rücken freizuhalten, damit Latifi bloß nicht den letzten Punkt von ihm wegnimmt. Und Alex' Aufgabe ist es gerade, hier Mick Schumacher zu überholen, damit er noch zwei Punkte sogar holt. Das ist ja insane. Bro, was? Was macht der denn? Was war das denn? Und zieht er da nicht vorbei? Geiles Rennen. Ein weiterer Punkt für Williams. Aber das ist so schade für Latifi. Was macht er mit dem Lenkrad? Was war das?
Das müssen wir uns im Replay anschauen, was ist hier los? Hä? Okay. Moment. Okay. Erstmal Runde 19. Gucken wir mal, ob ich rechts in der Annahme liege. Alter, was ist das denn? Wird der geblitzt, Dingst? Guck, wie ich es predicted hatte. Die beiden berühren sich, weil er gegen den Aston Martin reinhält. Und hört euch das mal an. Hä? Alles gehört? Da haben die beiden sich berührt. Deswegen habe ich dieses Bremsen gemacht. Wenn ich da komplett ausweiche. Warte mal, erstmal Rennstart. Moin, Galdir! Was ist eigentlich jetzt passiert? Aha, ja genau, Moving under Braking. Der Klassiker. Der Ferrari, der... Guck mal, der Ferrari macht's genau richtig, guck mal. Wie, da ist ein Williams, der kommt ab auf den Curb mit dir. Was macht der denn? Und ist jetzt auch nicht so, als ob er rechts keinen Platz hätte. Guckt euch das mal an. Das ist eine halbe Wagenweite Platz, aber der schiebt mich trotzdem einfach auf den Curb. Hä? Ich find's geil. Aber Mick ist da noch volle Kanne reingefahren, oder? Ist das jetzt eigentlich Clickbait, wenn ich das als Thumbnail nehme? Ist das jetzt Clickbait, weil das passiert 1:1 so in diesem Video? Mach einfach, oh ja. Für alle Leute, die jetzt dachten, das würde irgendwo mittendrin eine krasse Massenkarambolage kommen und dadurch würde das Rennen spannender werden. Nö, das Thumbnail entstand einfach nur aus Dummheit der KI. Jo. Das ist einfach so gut. Ich lieb's. Jo. Das ist doch gut. Ich mag das Thumbnail. Kannst du bitte noch Verstappen zeigen? Ach so, das ist wahrscheinlich einfach random Motorschaden gewesen. Ich kann es gerne zeigen, aber auch für die Leute, die sich dann wundern irgendwie, wenn ich bei der Cut-Karriere irgendwie nichts ins Replay einbaue oder so, warum ich das nicht mache, weil die DNFs halt im Regelfall nicht allzu spektakulär aussehen. Also sie sind mehr Speck als
Tech. Speck. Mehr Speck als Takulär. Was? Ich weiß es nicht. Ah ja, hier. Der ist einfach langsam geworden. Oh. Also nichts Spannendes leider. Wir gucken auf die Rangliste. Da gibt's was Spannendes. Denn Alex, der hat jetzt Yuki Tsunoda überholt. Ist jetzt auf 2 Punkte hochgeschnellt. 3 Punkte Rückstand zu Sebastian Vettel. Und das Geilste ist Alpha Tauri. Übrigens, unser Teamduell ist ähnlich deutlich wie das von Alpha Tauri. Gasti 38-1 gegen jeweils im Prinzip beide Teamkollegen. Krass. Wir haben noch 7 Punkte Rückstand zu Alpha Tauri. Also wenn P6 im Williams in der ersten Saison rausspringt, das wäre krass. Das wäre richtig gut. Genau, alle gucken das Rennen einfach bis zum Ende, nur um zu sehen, was das nach dem Rennen, nach der letzten Runde passiert ist, ja. Oh, 320 Ressourcenpunkte für das DRS-Problem. ERS-Problem. Was mich halt interessieren würde, gerade in Malaysia 2017 gab es ja auch den Zusammenstoß zwischen Stroll und Vettel in der Cooldown-Lab dann am Ende. Wurde das von der F1 als Thumbnail genommen eigentlich? Also dann wäre es im Prinzip dasselbe. Wahrscheinlich nicht fürs Rennen, für die Race-Highlights oder so, aber... Oh, wir sind bei Aero vor Aston Martin. Bro, wie schlecht ist unser Chassis bitte? Der Abteilungschef hat mehr Ahnung. Hm, den Katy Perry Song von gestern hast du noch im Ohr, das ist nice. 'Cause baby you're a firework, wir sind an Haas vorbei, oh yeah. Wir sind bald in den Top 10, was die Performance angeht, yeah, yeah, yeah. Mwah, mwah. Wir sind an Haas vorbei. Wir sind zum ersten Mal, glaube ich, nicht das schwächste Team von der Hackordnung. Ich würde aber jetzt aber auf jeden Fall Upgrades saven. Wie viele Wochenenden haben wir noch eigentlich? Moment. 7? 6. Das sollte eigentlich reichen, ne? Mal gucken. Vielen Dank, auf Wiedersehen, wenn es euch gefallen hat. Das geht auch noch um den Gerne. Aber auch noch ein bisschen. Ich sehe noch ein bisschen. Ciao.